Wir befinden uns nun zwischen Denkendorf und dem Kreuz Wendlingen parallel zur Autobahn A8 und blicken in Fahrtrichtung München. Dort, wo die vielen Kräne zu sehen sind, entsteht die Brücke über die B312. Sattelkipper bringen unentwegt Schotter für den Unterbau des Bahnkörpers herbei, der dann mit einem Motorgrader verteilt und mit einem Walzenzug verdichtet wird.